Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von der schwarzen Edition von Pokémon. So, wir fangen einfach mal ganz spontan an, weil zu Pokémon muss man echt nichts mehr sagen. Denke ich mir mal, weil es ist die fünfte Generation. Und ja, ich habe dieses Spiel noch nie, also ich habe es angefangen zu spielen. Einfach mal zum Testen, ob ich das natürlich läuft und sowas. Aber so zum Let's Playen, also beziehungsweise so zum Spielen, ich kenne mich nicht ansatzweise damit aus, weder mit dem Pokémon noch mit irgendwas anderem. Also, hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte, begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Und das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Ja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Das ist eine gute Frage. Bin ich vielleicht ein wunderhübsches Mädchen im pubertären Alter von 10 Jahren? Oder bin ich ein Junge im Alter von 10 Jahren? Ich bin ein Junge. Aha, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Yep. Jetzt wüsste ich noch gerne, wie du heißt. Verrate mir bitte deinen Namen. So, jetzt sieht man hier, halt hier. Hier oben den Bildschirm, wo man halt normalerweise alles sieht. Hier unten, das ist dieser Bereich hier. Das ist der Touchscreen. Bei dem man auf dem Nintendo DS eigentlich seinen Stift benutzt. Allerdings benutzen wir hier auf dem PC die Maus. So. Und da das altbekannte Problem bei Pokémon, es fehlt ein Buchstabenplatz. Wir heißen damit eigentlich nur Kalidos. Aber da wir alle natürlich bisschen logisch denken, heißt es trotzdem Kalidos. So. Kalidos, lauter Name also. Ist das richtig? Yep. Kalidos, das ist aber mein toller Name. Gut, dann will ich dir erst nochmal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier heißt Sharon. Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch drei jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Gut, liebe YouTuber, ich werde euch, oder liebe Zuschauer, ich werde euch jetzt auch mal vertrauen und euch einfach mal so meine Kontodaten geben. Also, naja, ohne Witz, also sie sagt sich, ich werde euch einfach vertrauen und den kostbaren Pokémon schenken. Und allein dieses kostbar, warum macht sie das einfach so? Na gut, frag mich nicht nach. Hört mir gut zu, Kalidos. Von dem Augenblick an, an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und schütze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Frühling. Und wie schon gesagt, ich habe Pokémon Schwarz und Weiß habe ich noch nie gespielt. Also ich habe alle gespielt bis Perl, Diamant und Platin, sage ich jetzt mal. Aber ab dann, also die fünfte Generation Schwarz-Weiß, habe ich noch nie gespielt. Ich habe es angezockt kurz bis zu den ersten beiden Kämpfen, ab dann war aber Feierabend. Ich bin gespannt, was jetzt kommen wird, also wir werden sehen. Fangen wir an. Kalidos. Professor Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Belle nur wieder bleibt. Ah, das hier. Bin ich schon wieder zu spät, entschuldigt bitte. Also wirklich, Belle, dass du alles gerne etwas gemächlich angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir auch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, ihr beiden.
Und wo sind die Pokémon nun? Professor Ash hat sie hergebracht, Kalidos, also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst jetzt auszusuchen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Kalidos, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann es kaum noch erwarten. So, wir gehen dahin. Was ist, wenn ich jetzt einfach mal woanders hingehe? Da steht eine Wii-Konsole. Die Spiele bedient man über die Wii-Fernbedienung. Kalidos sieht sich den PC an. Pokémon Basiswissen. Diese Welt leben Pokémon und Menschen friedlich zusammen. Menschen, die Pokémon im Kampf einsetzen, werden Trainer genannt. Nee, echt jetzt? Gut, ich würde mal sagen, ich will mal ein bisschen testen. Ich habe ja sowas noch nicht gemacht hier. Da steht ein Bett. Die Bettlaken sind von Mama frisch gewaschen und duften gut. Cool. Wenn ich jetzt runtergehen will. Wo willst du denn jetzt hin? Öffne doch erstmal das Paket. Wo wärst du denn jetzt, das Geschenkpaket zu öffnen? Die Pokémon uns sicher schnell kennenlernen. Was meinst du? Was für Pokémon verstecken sich wohl darin? Dieses werden wir jetzt herausfinden. Kalidos öffnet das Geschenkpaket. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professor Esche. Aber mal gucken, was wir da Schönes finden. Wähle dein Pokémon aus. Entweder können wir Floink, das Feuer-Pokémon, nehmen. Oder wir nehmen Serpifeu, das Pflanzen-Pokémon. Oder Wasser-Pokémon Otaro. Also Otaro gefällt mir leider nicht, weil es so süß aussieht. Und so ein Gesicht sieht. Floink ist ein Schwein, ist damit auch nicht meins. Wir nehmen Serpifeu, das sieht... Ja, das sieht gut aus. Wir nehmen Serpifeu, das Pflanzen-Pokémon. Bist du mit diesem Pokémon einverstanden? Und da es ja ein Touch ist... Yep. Kalidos erhält Serpifeu. Also ich nehme dieses Pokémon. Sharon bekommt das, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's, ich wollte sowieso von Anfang an Floink haben. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's. Jetzt ist die Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen, oder? Habe ich da einfach Unrecht? Also Kalidos, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Okay, das ist unser erster Kampf also gegen Bell. Und die Otaro, wenn ich es richtig verstanden habe. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Bell. Otaro wird von ihr in den Kampf geschickt. Ein Otaro Level 5. Und wir nehmen Serpifeu. Auch Level 5. Was soll Serpifeu tun? Also, ich bin der Meinung, ich kämpfe mit der Maus. Kampf, Tackle. Serpifeu setzt Tackle ein. Bäm, Otaro setzt Tackle ein. Oh Mann. Ja, die Kämpfe, die kenne ich ja schon. Au, tu mein Pokémon doch nicht so weh. Na warte, damit kommst du nicht, mir nicht davon. Ich denke mal, wir nehmen mal Tackle, weil der Überblick bringt ja mal gar nichts. Also wie gesagt, die ersten beiden Kämpfe, die habe ich selbst auch schon gemacht. Jetzt hatte ich also, die kenne ich jetzt schon. Aber naja, wir wollen sehen. Meine Verteidigung sinkt. Ah, jetzt seht ihr hier sogar meine Uhr. Also wie spät es gerade ist beim Aufnehmen. Was ich echt geil finde. Ja, wir haben es gerade 0.44 Uhr, das ist richtig. Auf Serpifeu, bam! Ich weiß nicht, warum Leute Routenschlag oder Silberblick benutzen. Erst recht nicht in solchen Kämpfen, sag ich erstmal. Aber na gut, was soll's. Was soll Serpifeu tun? Serpifeu soll tackeln. Bäm, so. Otaro wurde besiegt. Serpifeu erhält 43 Erfahrungspunkte. Und immer so ein ganz kleines Stück vorher, das ist immer so. Deine beiden Pokémon haben ihr Bestes gegeben. Kalidos gewinnt 500 Pokédollar. Auch gut. Ach Mensch, guck dir das jetzt mal hier an, bitte. Wie sieht das aus? Der PC, der Fernseher ist aus. Bücherregal ist umgekippt. Alles hier umgekippt. Wow, Kalidos. Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe so eine Vorahnung.
Also wirklich. Bell, jetzt schau dir doch mal bloß einmal dieses Zimmer an. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hambits und am Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie auch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Kalios, oder? Naja, also, mein Zimmer ist unordentlich, aber na gut. Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt ein verletztes Pokémon aufhäppeln. Charon hat das Pokémon von Bell geheilt. Lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Kalidos. Charon hat das Pokémon von Kalidos geheilt. Hey, Charon, willst du dein Pokémon ja auch einmal in einem Kampf ticken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer wäre ich das Zimmer ja auch wohl kaum noch zurichten können. Außerdem wäre es so fair, wenn ich mir auch meinen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast und gib alles Floink. Okay, dann wollen wir mal, ja, Sharon auch fertig machen. Sharon eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Das frage ich mich jetzt noch. Floink wird vom Pokémon-Trainer Sharon in den Kampf geschickt. Los, Happy Boy. Gut, dann wollen wir mal auch dieses liebe Floink wegtackeln. Aua, das tat weh. Kannst du nicht machen. Endlich bin ich ein Trainer. Ab jetzt geht es richtig los. Happy Boy, tackle. Bäm. Nochmal Rotschlag. Mann, Leute. Ich will wenigstens einen ordentlichen Kampf haben, Mensch. Verteidigung von Zappifoy sinkt. Zappifoy nimmt noch einmal Tackle. Flank setzt Rotschlag ein. Ja, es ist ein heilloses Kommentar. Mehr ist das hier nicht. So. Kampf. Tackle. Mist, das war ganz schön knapp. Aber es steht auf jeden Fall fest. Na, whoop. Alter Schwede. Los. Alter Schwede, so knapp war das in meinen Proben nicht, aber na gut. Flank wurde besiegt. Happy Feuer hält 43 Erfahrungspunkte und erreicht Level 6. So. Und fast Level 7. Spieler besiegt Pokémon-Trainer Charon. Und ich werde mal kurz was trinken. Uff, so läuft es also bei einem Pokémon-Kampf ab. Kalios gewinnt 500 Poké-Dollar. So. Ich hätte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen. Aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich erst einmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. ich auch. Toll. Die entschuldigen sich und guckt euch was hier mal an. Hier ist alles kaputt. Es gibt eine Wii-Konsole. Sie ist im einwandfreien Zustand. Naja, also sie ist heile geblieben. Auch gut. Auch irgendwas, was ich hier irgendwie anklicken kann oder also benutzen kann? Auch das Bett ist völlig zerwühlt. Nee. Und meine Kommode. Draußen ist dunkel. Ach Gottchen, geh mal runter. Entschuldigung für den Tumult eben. Also, ich werde dann mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht gleich lieber Professor Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professor Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Oh, ich muss vorhin noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Ach Leute, ihr macht doch nur Stress. Ha, Mutti. Kalidos, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich es vergesse, nach dem Kampf sollte man seine Pokémon eine Pause gönnen. Du-dum-dum.
Dein Pokémon ist wieder putzmunter und vergiss deinen Visucaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Was ist ein Visucaster? Kalidos erhält Visucaster. Kalidos versucht. Ach Gottchen, das ist schon wieder viel zu spät. Nein, Kalidos verstaut das Item Visucaster in der Basis-Items-Tasche. Du gehst dich auch bei Professor Ash bedanken, nicht wahr? Also dann lass dich mal nicht aufhalten. Gucken wir mal herum. Todo Mina Konnichiwa. Guten Tag alle zusammen. In unserem heutigen Japanischkurs bringe ich euch einen Ausruf bei, mit dem ihr eure Siegessicherheit in einem Kampf Ausdruck verleiht. Ich werde gewinnen. Katsuzo. Wichtig ist es, der Aussage mit dem So am Ende die nötige Aggressivität zu verleihen. Zeigt den anderen, wo der Hammer hängt. Besonders überzeugend kommt ihr rüber, wenn ihr dabei noch so richtig die Zähne fletscht. Katsuzo. Vielleicht schüchtert ihr euren Gegner damit ja sogar sehr ein. Das so sehr ein, dass er das Schreien davonläuft. So, das war's dann wieder für heute. Ja, ne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach Gottchen, Kühlschrank, ich hab Hunger. Nicht mal kochen kann ich. Hier sind allerlei Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Mülleimer, wir gucken mal. Der Abfall ist leer. Mutti, ich hab Hunger. Ja, ich geh mich auch, Mann. Gut, dann gehen wir mal. Ich würde dann gehen mal da unten hin, wo... Wow, Pokémon. Wo Berl gerade hingegangen ist. Gehen wir jetzt hier links oder gehen wir rechts? Der wohnt hier. Hier wohnt Sharon. Gehen wir mal zu Sharon nach Hause. Dann hab ich hier. Sharons Vater. Hey, Kalidos, ich habe schon gehört, Professor Ash will dir eins ihrer Pokémon anvertrauen. Ach, du hast es schon bekommen. Oh, wirklich süß, das Kleine. Du kannst endlich als Trainer der Abenteuer angehen. Also dann werde ich dir jetzt aus dem Expeditionshandbuch vorlesen. Hier steht, für Trainer ist der X-Knopf unerlässlich. Vergesst das nicht. X ist das hier. Dadurch geht dann hier unten unser Beutel auf. Wir sichern mal eine Runde. Möchtest du das Spiel speichern? Oh cool, hier ist sogar mit dem Pokémon. Ja, möchte ich. Es gibt bereits einen Spielstand, speichern nicht möglich. Weitere Teile findest du in der Spielanleitung. Drück am Titelbildschirm oben Select und B-Knopf, wenn du den aktuellen Spielstand löschen willst. Da es eine Emulation ist, ist es sowieso egal. Können wir woanders speichern. Ich weiß, Charon ist etwas verschlossen und man hat es nicht immer leicht mit ihm. Aber versucht bitte euch nicht zu streiten. Ah, Charon ist also ein Junge, okay. Gucken wir mal bei ihm, wie es... Bei ihm sieht es viel besser aus als bei mir. Aber ich habe eine Wii, er nicht. Kalidos sieht sich den PC an. Expeditionsregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf und öffne das Menü. Wähle sichern und zu speichern. Mehr steht doch nicht geschrieben. Zum Speichern habe ich ja schon gesagt. Speichern müssen wir nicht. So. Also waren wir hier schon mal bei Charon. Dann gucken wir mal, wie es bei Bell aussieht. Die moderne Technik ist schon was Tolles. Man denkt da nur mal an die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die uns die Infrarotverbindung eröffnet. Ja, die haben wir natürlich auf einer Emulation nicht. So. Ah, da ist Charon. Nein, nein, nochmals, nein. Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Ah, hallo. Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Aber hier sind die gerade, du sollst nicht gehen? Aber Liebling, du machst dir wirklich viel zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so, mit seinem Pokémon auf Reise zu gehen. Ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, um erwachsen zu werden. Klar, also ich habe auch mein Leben, wo ich 10 Jahre alt wurde, also jetzt vor 10 Jahren, ja, ich bin 20, da habe ich auch ein Pokémon bekommen von einem Professor, dessen Namen ich nicht nenne, aufgrund von urheberrechtlichen Gründen. Und Privatsphäre und sowas und Datenschutz und so. Und dann bin ich auch losgezogen und habe jetzt 10 Jahre gebraucht, um jetzt endlich ein Pokémon-Meister zu sein. Ja, das war schon eine schöne Zeit. Jetzt bin ich zu Hause und spiele lieber Pokémon. Ist mir ungefährlicher. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen? So jung und dann noch ganz allein? Ja, das will sie. Ich würde mal sagen, wir gehen mal gucken uns mal auch ihr Zimmer an. Ach Gottchen. Ach Gott. Ach nö, nee, hier will ich nicht sein. Hier ist zu pink. Nee, lass uns woanders hingehen.
Würde ich sagen, wir gehen auch mal wieder und suchen mal, wo sie jetzt hingegangen ist. Ich denke mal, sie wird Richtung Professor Escher gegangen sein. Wollen wir mal nachschauen. Wer bist du denn? Erzähl mal was. Oh, das geht immer, man läuft so langsam. Glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Ja, klar. Du hast recht, auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Da warten die beiden auf mich. Und was sagst du? Auf der Welt sollte es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit einem Mal zu kribbeln in den Fingern. Auch, und zwar auf meinem PlayStation 2 Controller. Ja, mit dem spiele ich. So, was vorhin bei mir zu Hause passiert ist, bleibt unser Geheimnis, okay? Da. Du, Charon? Die liebe Belle, ne? Die darf gar nicht mehr kommen. Jetzt aber los, ab zu Professor Esche. Aber Belle darf nicht. Na gut. Gehen wir mit. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin. Hallo, Professor Esche, wir kennen Sie doch schon. Ja, Jeremy, es ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Wie schon so viele Professoren, aber niemand hat es geschafft. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen, das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Er steht zumindest. Er steht. Ich glaube, ich breche ins Essen. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Nö. Verstehe, verstehe. Soll kein Spitznamen bekommen. So kann man das auch handhaben. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Taryn. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, was es seit mehreren Jahren gibt, aber okay. Dass alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Dafür möchte ich euch bitten, die gesamte Arsenal-Region zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles zum Pokédex. Kalidos, Charon, Bell, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Sind wir das? Nein, sind wir nicht. Hört mal, ich bitte euch um nichts weiter als ein klares und mutiges Ja, welches die Welt auf den Kopf stellen wird. Ich möchte euch bitten, die gesamte Einalregion zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. Ja, okay. Ja. Ich meine natürlich, jawohl. Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Kalidos erhält den Pokédex. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Wenn Professor Ash schon darum bittet, kann ich es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ans Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal, ne? Obwohl, gucken wir uns das hier mal an. Nö, tun wir nicht. Dirk hat kein Bett. Langweilig. Oh, die Mutter. Hey, Kalidos, warte auf mich. Da seid ihr ja. Und was hat Professor Esche gesagt? Sie hat euch also ge gebeten, den Pokédex zu vervollständigen? Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Kalidos erhält Karte. Kalidos verstaut das Item-Karte in der Basis-Item-Tasche. Hier bitte schön, Charon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Ja, auch für dich, Belle. Vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von Kalidos werde ich schon aufräumen. Macht euch darüber bitte keine Gedanken. Okay, Kalidos? Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten können.
Das sieht man ihn wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts mehr zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einöde-Region entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Also, eine gute Reise. Tschüss, Mutter. Haust du rein? Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Esche erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, Kalidos, wir sollten uns sputen. Geht ihr mal vor, ich will währenddessen noch einmal auf die Karte schauen. Haben wir jetzt noch einen Pokédex. Sieht ja nicht aus. Ah, okay. Interessant, wir sind bis Pokémon Nummer 7. Was ist das denn hier? Ich weiß es nicht. Na gut. Und was ich auch noch schauen wollte, der Beutel. Nicht vorhanden. Also Basitems haben wir, die Visocaster. Ein hochmodernes Gerät, mit dem bis zu 4 Personen miteinander kommunizieren können. Es ermöglicht sogar Videochat. Visocaster ausgibt, was soll damit geschehen? Zurück. Und die Karte, wenn ich die darauf lege. Jetzt ist alles aufgeräumt. Okay, und wenn ich die jetzt dahin mache, habe ich dann auf Select? Nee. Ja, wenn ich mal. Wie habe ich das denn gemacht? Selects umordnen. Okay. Nur auf die Karte. Okay, die sieht gar nicht so, die sieht geil aus. Aber sie sieht jetzt nicht sehr groß aus. Bin gespannt, wie das hier alles läuft. Alter Palast, also wir haben hier dann 2 Wege wahrscheinlich. Ventrack City. Okay. Cool. Ein geheimnisvolles Labor, das ist. Okay. Ein Dorf aus dem Land, durch das eine verheißungsvolle Meeresbrise weht. Gut. Würde ich sagen, wir gehen. Kalidos, hier entlang. Weil möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Also, Kalidos, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also, los geht's. 1, 2 und los. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch, aber lass uns gehen, Professor Esche wartet. Tut mir leid, dass Sie so lange auf uns warten mussten, Professor Esche. So, jetzt werde ich euch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in eure Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex um einige zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man ein Pokémon fängt. Als wenn man das nach vielen Teilen nicht weiß, aber okay. Ein wildes Nagelotz erscheint. Level 2, weiblich. Was hat sie? Ein Picochilla. Kampf, Pfund. Sie macht das schon. Und ja, wir haben mittlerweile 1:03 Uhr. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde genau dabei bei der Einführung in das Spiel. Er hat es geschwächt. Was kommt jetzt? Jetzt wehrt es sich noch. Hat man die KP eines Geg des gegnerischen Pokémon vermindert, muss man einen Pokéball werfen. Ja, dann wirf ihn mal. 30 Stück, da kannst du dich abgeben. Okay, Professor Ashton wirft einen Pokéball. Klasse, Nagelos wurde gefangen. Heißt, jetzt hat sie ein Nagelotz, was sie wahrscheinlich noch nie gehabt hat. Ja gut, dann. So, habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre es euch nochmal Schritt für Schritt. Zunächst muss das Pokémon geschwächt werden. Denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Nach Möglichkeit sollte euer Pokémon den Gegner mittels einer Statusveränderung wie Paralyse oder Schlaf schwächen. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch noch diese Pokébälle.
Kalios erhält Pokéball. Kalios verstaut das Item Pokéball in der Items-Tasche. Mit diesen Pokébällen könnt ihr Pokémon einfangen und dann die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann mal auf den Weg und erwarte euch in Gavina. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal nach Gavina. Wilde Pokémon tauchen übrigens nur im hohen Gras auf. Also dann werde ich mich auch mal nach Gavina aufmachen. Ja, ich ebenfalls. Schon, um neue Pokéball zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Ein Moment mal. Kalios und Sheridan, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Jetzt lass uns hier keine Wurzeln schlagen. Professor Esche wartet schon sicher schon auf uns. Menschenskind, wollt ihr denn gar nicht zuhören? Wir könnten doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die wir von Professor Esche erhalten haben, letztendlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Das ist ja eine tolle Idee. So wird es sicher richtig spannend. Wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir obendrein auch Professor Esche. Ach ja, wer sein Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Gavina kommen, braucht nichts weiter zu tun, als sich daheim vorbeizuschauen. Mit Otaro an meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir Pokémon fangen gleich, ne? Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wenn du sie, also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben. Okay. Hier können wir nichts machen. Gehen wir mal hoch. So. Hier ist noch jemand. Mal quatschen. Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es brenzlig werden. Daher habe ich das hier für dich. Bitte leg es in der Medizintasche deines Beutels ab. Kalios erhält Trank. Kalios verstaut das Item Trank in der Medizintasche. Wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kampfkraft. Übertreibe es daher nicht und gönne ihnen öfter mal eine Ruhepause. Ja, dann würde ich sagen, damit geht unser Pokémon-Abenteuer los. Oh, was haben wir denn hier? Ein wildes Yorklap erscheint. Level 3. Los, Zappifoy! Gut, Zappifoy, dann würde ich sagen, Kampf. Tackle. Na komm. Vergessen wir das Aussehen danach. So, nimmt auch Tackle, das ist aber nicht so schlimm. Und noch einmal Tackle, dann sollte es aber noch leben, hoffe ich mal. Ja, es lebt noch. Ich habe jetzt Silberblick ein, das ist nicht so schlimm. Da holen wir jetzt dieses Yeti-artige Pokémon. So, Beutel. Bälle, Pokéball. Einsetzen. Und mal gucken, ob wir es fangen können. Zack. Na? Yay, wir haben es! Klasse, Yorklap wurde gefangen. Für Yorklap wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Yorklap ist ein Hund, ein kluges Pokémon, das sich zwar tapfer auch starke Gegner zum Kampf stellt, aber unfaire Begegnungen zu meiden weiß. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. So. Cool. Haben wir schon eins. Unser erstes Pokémon, oh mein Gott. Vielleicht finden wir noch ein anderes. Geh mal hier durch. Noch eins. Ah, ein Naglotz. Oh, Level 4. Ja, soll ich mal gucken. Deckel. Oha, das ist schon ein bisschen härter. Okay, aber wir machen es doch trotzdem noch einmal. Wir werden hoffentlich nicht verlieren. So. Und bitte. Oh, geil. Das wird mich jetzt angreifen, aber naja, gut. Verteidigung von Zappifoy sinkt. Gut, dann benutzen wir trotzdem jetzt noch einmal noch einen Pokéball. Und probieren mal aus, ob wir es damit fangen können. Zack, kalt das jetzt Pokéball ein. Ich würde sagen, wir haben damit jetzt schon ein drittes Pokémon. So, Naglotz. Hortet in seinen Backentaschen Futter, um tagelang Wache stehen zu können und gibt Kameraden über seine Route Signale.
Und nein, auch Nagelatz möchten wir keinen Spitznamen geben. Gut, damit haben wir, glaube ich, jetzt drei Pokémon und das sollte reichen. Na komm, Yorkshire haben wir ja wohl schon. Level 2. Und jetzt sieht man auch hier oben, dass wir es schon haben. Gut, also würde ich sagen, wir kämpfen trotzdem eine Runde. Einfach nur, um es zu besiegen. Zack. Ui. Sind wir nicht frech. Nochmal Tackle. Zack, und das war's mit Yorkleff. Er hat vorher 12 Erfahrungspunkte und hat damit kein neues Level erreicht. Gut. Also, Kalidos, wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Yep. Was? Drei Pokémon? Du bist ja unglaublich, das erschlägt mir glatt die Sprache. Dir auch was? Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Gavina, denn Professor Esche wartet bestimmt schon. Der Visucaster klingelt. Kalidos nimmt den Anruf an. Professor Bell, Sharon und Kalidos. Tarkov, wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Ich bin hier gerade vor dem Pokémon-Center in Gavina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns ganz schnell, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon-Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon einmal vorgehen. Wir gehen doch alle hin. Könnt auf mich warten, wie wär's damit? So, Gavina. Und bevor wir jetzt hier groß was machen, ich würde sagen, wir schauen uns mal ein bisschen um. Also hier. Nanu, du und ein Pokémon-Team. Ihr seid euch gerade irgendwie ähnlich. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Ja. Das kommt mal vor. So, wollen wir gucken. Ah, ein Pokémon. Ach, wie ich dich beneide. Ich wäre auch gerne ein Pokémon-Trainer. Dann hol den Pokémon. Hey du, Kämpfe sind unerlässlich, um deine Pokémon zu trainieren. Doch wenn ihre KP sinken, solltest du sie schleunigst ins Pokémon-Center bringen. Das werde ich bestimmt gleich noch von Professor Esche hören. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir besser, welche im Laden des Pokémon-Centers zu kaufen. Werde ich natürlich tun, aber erstmal schaue ich mal euer Bett an. Habt ihr auch kein Bett? Oh Leute. Manche behaupten, Konflikte entstehen aufgrund unterschiedlichster Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten seien, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin der Überzeugung, dass an beiden etwas Wahres dran ist. Ja, also natürlich sind verschiedene Ansichten, kann man dafür nutzen, sich ordentlich auseinanderzusetzen und zu diskutieren, um ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Andererseits können andere Ansichten auch Dinge herbeiführen, die dann halt weniger toll sind, so wie Streit. Aber na gut, kann man alles sehen, wie man will. Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei den Pokémon hingegen habe ich das Gefühl, dass sich Männchen und Weibchen nicht zu sehr unterscheiden. Nee, eigentlich nicht. Also vom Aussehen her sind sie gleich. Das schätze ich zumindest, auch hier. Und sonst, die können halt Eier machen, also Eier zusammenlegen. Ja. Na gut. Mal wieder hoch. Bevor wir jetzt hier weiter rumlaufen, denke ich mal, gehen wir mal hier. Gewiss gibt es viele wilde Pokémon, die einem im hohen Gras angreifen, aber wenn es gelingt, sie zu verstehen, können sie zu guten Freunden werden. So, Esche. Hallo Kalidos. Wie mit Pokémon unterwegs zu sein, ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte, ich zeige dir nun die wichtigsten Einrichtungen für Trainer. Das sieht aus wie ein Pokémon Center. Ja, das Pokémon Center hier fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas herum. Hey, ich komm mit! Was sind das hier da oben für welche? Wahrscheinlich hier so Pokémon-Link und so. Das ist das Herzstück eines jeden Pokémon-Centers. Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt. Und nun haltet euch fest. Das alles kostet euch rein gar nichts. Denn das Pokémon-Center ist der beste Verbündete eines Pokémon-Trainers. Probier es am besten gleich mal aus, Kalidos, nur Mut. Okay. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon-Center. Wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wollen wir deine Pokémon fit machen? Ja. Okay, nee, ich nehme jetzt deine Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Vielen Dank, deine Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Klar werde ich das.
Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich euch als nächstes den PC im Pokémon Center. Dies ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor gelegte, abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Da seid ihr buff, oder? Und wenn ihr mal einen PC auswählt, bewerte ich eben nur euren Pokédex. Mr. Ashe, auf dem Bildschirm steht jemand das PC. Wer ist ein PC ist damit gemeint? Das ist eine gute Frage, Ben. Es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann einmal begegnen. Also dann, weiter geht's. Das hier ist der Pokémon-Supermarkt. Ah, okay, also es ist in diesen Spielen immer der gleiche Laden, sag ich jetzt mal. Okay. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets mit einem Lächeln auf den Lippen bedienen. So, damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt. Also gehe ich dann wieder zurück nach Avenitia. Ach, eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City kommt, müsst ihr den Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicher bei eurem Abenteuer helfen wird. Also dann, macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Was soll ich nun los hier kaufen? Am wichtigsten sind natürlich Tränke und Pokébälle. Wollen wir mal gucken. Hallo, willkommen, kann ich helfen? Kaufen, was kriege ich denn? Nein. Nee, ich will eigentlich zum anderen hin. Hallo, wie willkommen kann ich helfen? Kaufen, so. Dann wir haben 4000, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch drei Pokébälle, kaufen nochmal 7 Stück dazu. 1400 Poké-Dollar, yep. So, und Tränke, ja, wir haben davon einen. Komm, was soll's. 2400. 8 weitere. So. Die letzten 200 nehmen wir dann nochmal einen Pokéball mit. So. Zack. Ganz schön teuer, die Dinger, aber na gut. Und damit können wir dann. Nein. Schau ich mal die Person hier an. Vergiss bitte nicht, dein Spielstand zu speichern. So kannst du dich ein wenig ausruhen. Werde ich auch noch tun. So. Was geht denn dort auf dem Marktplatz nun vor sich? Keine Ahnung, lass uns das mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Gegen Pokémon-Kampf mit Sharon. Oh. Kalidos, komm schnell her. Was denn jetzt? Hört mich an, mein Name lautet G-Cis. G und Cis wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht, Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Ge Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht ihrer finsteren Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheit damit denn niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in entwürdigen Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort oder schweige. Oh, ich weiß nichts, also sowas, ich weiß. Darum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon ganz ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber den Pokémon ist, nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Was denn das für ein komischer Kerl? Hat er eine Klatsche?
Wieso rede eben? Was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befragen der Pokémon? Was für ein Unsinn. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Da wird mir ja ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir, aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimme nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens Anne. Ich bin Sharon, hier ist Kalidos. Wir sind hier unterwegs, aber da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigenes Hauptziel ist es, Champ zu werden. Pokédex, dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon in eure Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit alledem einverstanden sind. Und du warst nur Herr Kalidos, stimmt's? Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Ach ja, wir kämpfen. Pokémon-Trainer Ann. Felilo? Felilu? Level 7. Los, der Epifoy! Er hat ein höheres Level, das gefällt mir nicht. Aber na gut, Tackle! Okay, er benutzt also Kratzer. Das ist auch ein ganz komischer Kerl. Mehr, lass mich hören, was deine Pokémon über dich zu sagen haben. Ein ganz, ganz komischer Kerl. Deine Attacken sind ganz schön stark. Aber egal, wir schaffen es trotzdem. Und wenn wir einen Trank nutzen können. Müssen. Alter. Wir halten nur noch. Oh, ein Volltreffer, geil. Da brauchen wir doch keinen Trank. Außer er hat jetzt einen Volltreffer. Ah, natürlich nicht. Zack. Yeah. Zack, Level 7. Na, Level 8 auch noch. Ah, Rankenhieb, cool. Und Level 8, ja, Mann, perfekt. Wir haben Pokémon-Trainer Ann besiegt. Es gibt tatsächlich Pokémon, die solche Dinge über ihren Trainer sagen. Was hat's denn gesagt? Eine gute Frage. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokémon eingepfercht werden, ist ihr Dasein nur noch unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde der Pokémon muss sich unsere Welt von Grund auf verändern. Was für ein seltsamer Kerl. Ja, das denke ich mir auch gerade. Das ist ein ganz, ganz komischer Kerl. Aber na gut. Aber gib einfach nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arena-Leiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die Arena zu den Arena-Leitern herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arena-Leitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Hier gehen wir wahrscheinlich dann raus. Geh mal in das Haus rein. Oh. Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Das ist das Großartige am Abenteuer. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden, sei es auch noch so schwach. Es braucht nur auszureichend Zuneigung. Zu Füßen des Helden, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihm beizustehen. Dies ist eine Erzählung aus der Einer-Region. Okay, klingt interessant. Mal schauen, was da dran ist. Das ist ein Nagelotz. Diesen Pokémon besitze ich schon seit sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht auch schenken, findest du nicht? Ja, das erhält Pokéball. Yeah, cool. Ein Pokéball bekommen. Ohne Pokébälle kann man auch keine Pokémon fangen. Und da es verschiedene Pokébälle gibt, musst du lernen, sie richtig einzusetzen. Okay, wer bist du? Komm, lass uns eine Runde Feuer, Pflanze, Wasser spielen. Ja, ich fange an. Auf die Pflanze, fertig, los. Pflanze. Wasser. Du setzt Pflanze ein und nicht Wasser. Wasser-Pokémon sind schwach gegen Pflanzen-Pokémon. Also habe ich verloren. Ach Gottchen. Wie süß. Wir spielen also kein Schere, Papier, wir spielen Feuer, Wasser, Pflanze. Auch nicht schlecht. Habe ich auch so noch nie gespielt. Wo kommt ihr denn jetzt her? Die Pokémon setzen sich stets mit Leibeskräfte von uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Das ist wahr. Lass mir einen alten Mann dir etwas sehr Nützliches verraten, einverstanden?
Deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Ne. Echt jetzt? Hätte ich nie gedacht. So, wollen wir mal hier gucken. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Okay. Mal bleiben wir stehen. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Auch das kennt man auch alle schon. So. Unzählige Pokémon warten nur darauf, die endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken, die Imposanten wie auch die Niedlichen. Was einen tollen Beutel und da was alles hineinpasst, solltest du einen großen Vorrat an Tränken zulegen. Ja, ich habe kein Geld mehr, also kann ich auch mir auch keine Tränke mehr holen. Aber danke. Oh. Gut, und dann gehen wir mal rechts die Treppe noch hoch. Dann haben wir die erste Stadt auch schon abgeschlossen erstmal. Zack. Oder liegen Pokébälle. Interessant. Was für ein wunderbarer Ausblick und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Das kann ich mir gut vorstellen. So. So ein Pico und Dingsa. Kuckuck. Darf ich dir mein Lieblingsstück vorspielen? Ja. Räusper, feiner, spitz die Ohren. Dein Ernst? Also ich dachte, du spielst jetzt was für mich. Sie geht förmlich an ihre Musik auf. Okay. Moment, ich trinke mal ganz kurz was. So. Bei dem ganzen Gelaber da muss ich ja ab und zu mal meinen Mund befeuchten. So, was hast du Schönes? Möchtest du mich trommeln hören? Ja. Solange mein Herz im Takt noch schlägt, lasse ich die Trommel ertönen. Er geht förmlich in seine Musik auf. Hört sich cool an. Ja, man hört gleich, dass ich ein paar Frame-Probleme habe heute. Aber ist nicht schlimm. So, und dann würde ich sagen, jetzt können wir dann auch von hier verschwinden. Lasst uns einfach mal auf Route 2 gehen. 12. Mai 2014, Orion City, sonnige Route, Gavina Sonic. Guten Tag, Trainer. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denke daran, einen Blick auf unsere Leuchtschriftanzeige dafür zu werfen. Direkt neben der Stadt befindet sich die Pokémon-Pension, wo sich zahlreiche Trainer tummeln. Lerne in der Trainerschule die Grundlagen des Pokémon-Trainings. Liebe im Überfluss für trainingsbedürftige Pokémon. Die Pokémon-Pension auf Route 3. Interessant, 12. Mai 2014. Orion City, Sonic, Route 2, Sonic, Gavina, Sonic. Unsere sattgrüne Landschaftsgarten zaubert auch auf deine Lippen ein Lächeln. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschriftanzeigetafel lese. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hier kommen wir nicht lang. Hier ist da so ein. Ja, war klar. Und mal gucken. Der Wiesekaster klingelt. Geh mal ran. Kalidas nimmt den Anruf an. So. Mama, Kalidas, ich bin seine Mutter. Wie geht's dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege dann mal wieder auf. Wow! Alter! Endlich habe ich dich eingeholt, du bist ja schon weit gekommen. Professor Escher sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Kalidos. Turbo dreht der Wetten? War klar. Wenn du in den Turbo-Treter schlüpfst, bist du 0,6 am Ziel. Hör mal kurz zu, ich lese dir aus der gebrochenen Leitung vor. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen. Als hier zuvor, zieh die Turbo-Treter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Kalidos, du bist nicht allein, du, das weißt du hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch deine Freunde ist hier auch auf deine Freunde ist hier jetzt Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Wie ist sie denn ohne Pokémon hergekommen? Aber na gut.
Ja, das klingt doch auch gut so. Trainer? Nein. Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, von der man nicht weglaufen kann. Ich wollte gar nicht kämpfen, aber okay. Ich wollte nur den Poké-Dings haben. Ah, ein Yorkliff. Yorkliff. Los, Epifoy. Dann wollen wir mal unser... Oh, wir sollten nochmal zurückgehen. Wir haben keine KP mehr, aber gut. Kragenhieb. Kacham. Yorkliff ist Tackle ein. Was? Was? Really? Nagelotz. Tausch. Okay, dann probieren wir es halt mit Nagelotz. Tackle. Aua. Sag mal. Alter, das ist doch nicht normal. Los. Tackle. Tackle ihn. Los. Los. Ah ja, ich weiß, sie singt. Los. Tackle. Also, dass ich jetzt schon meinen Selbstwert verliere, ist echt schon krass. Was, wurde ich erkannt? Aber na gut. So. Bam, weg mit dir. Also, die Erfahrungspunkte. Level 5. Zack. Und wir gehen nochmal zurück, weil wir keinen Bock haben zu kämpfen. Ohne Seppifoy zu kämpfen, weil Seppifoy ist für mich wichtig. So. Gavina. Gehen wir hier zum Pokémon Center zurück. Und heilen wir unser Seppifoy. Alle Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon fit machen? Ja, klar. Ich nehme jetzt ein Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Dum, dum, dum. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Naja, hoffentlich nicht. Weil wenn die wiederkommen, heißt es, dass meine Pokémon verletzt sind. Und das will ja keiner haben. So, wollen wir wieder zurückgehen? Ich will das Item haben, was da rumliegt. So. Ja, ja, 12. Mai, bla, blibub. So, Route 2. Und ein Pokémon-Kampf. Oh, ein Felilu. Das haben wir noch nicht. Könnten wir uns mal versuchen zu fangen, wa? Deckel. Einer geht noch. Und dann versuchen wir es mal mit dem Pokéball, würde ich sagen. Fangen wir jetzt in diesem Spiel schon mal ein paar Pokémon, damit wir es nicht einfach nur straight durchziehen. Aber ein bisschen was erleben. Dein Heuler bringt ja auch nicht mehr viel, Kollege. Denn jetzt werden wir in den Beutel gehen, in den Ball und Pokéball und einsetzen. So. Mal schauen, ob wir es kriegen. Yay, yeah, wir haben unser nächstes Pokémon gefangen. Für Felilu wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. Es stibitzt den Leuten spaßeshalber ihr Hab und Gut, doch dank seiner reizenden Natur kann ihm niemand lange böse sein. Ja, nö. Ja, nö. Ah, Trank, okay. Ich wette, der da erzählt uns nur, dass man da runterspringen kann. Könnte ich wetten, aber na gut. Mach ein Felilu. Aber ich würde sagen, hier flüchten wir jetzt, weil wir müssen gleich kämpfen und da habe ich keinen Bock zu dann. Zurück. Flucht. Wir müssen dann kommen. Ich wette, das ist ein Oh, ich wollte doch nicht runtergehen, Mensch. Grrr. Ach, der schon wieder. Level 4 noch schwächer als eben. Trotzdem. Flucht. So. Jetzt nochmal. Ah, ich wollte schon sagen, ein Trainerkampf.
Wenn der Blick eines Renners den eines anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf. Ja, dann. Eine Herausforderung von Teenager Edmund. Nagelotz wird in den Kampf geschickt. Ein Level 7 Nagelotz, okay. Mal gucken, ob wir das Nagelotz wegkriegen. Kampf. Tackle. Bäm. Volltreffer, geil. Jetzt ziehen ganz schön was ab, du. Aber na gut. Was? Oh, was, Mann? Los, Tackle. Nagelotz wurde besiegt. Yeah, Level 9. Geben wir was? Nö, natürlich nicht. Wie? Was? Du bist zu stark! 112 Poké-Dollar. Hey du, ich habe mir etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Ja. Klasse, dann schau mal gut zu. Und hepp. Hast du es gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? Ja, mach das mal. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du die auf der auf solltest du auf den Wegen bleiben. Da Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Hilfe Trainer, Pokémon, die an den Kämpfen teilnehmen, erhalten Erfahrungspunkte. Daher solltest du blablub, daher sollten wir das machen. So. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich so richtig ins Zeug legt. So, dann. Würde ich sagen, wir fighten mal eine Runde, ne? Eine Herausforderung von Göremali. Delilu. Level 7. Gut, dann kommt der Epifeu Level 9. Und macht einen Rankenhieb. Was? Okay, da das nicht viel bringt, würde ich sagen, wir versuchen mal einen Tackle. Da. Mal auch nicht viel mehr, aber na gut. Bringt uns wohl nichts. Müssen wir weitermachen. Tackle. Zack. Zuschuss, ist fehlgeschlagen. Ja, schade, wa? Tackle. Knochenheule, ja, du hast mir nichts abgezogen. Was bist du für schlechter Trainer? Ey, das geht aber gar nicht hier. Kann man auch niemandem erzählen. So, zack, Tackle und weg. Hatten 96 Erfahrungspunkte und. Ah, fast ein Level up, aber okay. Mein Pokémon ist total süß, auch wenn es verloren hat. Ja, das ist natürlich gut möglich. Oh. Was für ein Wunder, wir müssen kämpfen. Ein Yorkliff. Yorkliff. Vergessen wir, das ist ein E und kein I. Trotzdem flüchten wir. Weil so viel KP haben wir nicht. Noch nicht. Ein Nagel, das haben wir auch schon. 4, komm. Das kannst du niemandem erzählen hier. Flucht. Yogglef vor, los mein Yogglef, zeig sie ihn. Was er aber für ein Pokémon hat, ich echt, das müsste, ich bin echt überrascht. Erwin, komm. Oh, er hat einen Yogglef. Da bin ich ja, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Das zerstört alles, was ich mir überlegt habe. Meine ganze Taktik ist kaputt. Ist mal ohne Ernst, ohne Witz jetzt hier. Tackle. Klatsch ihn weg. Nein! Alter. Beutel. KP, AP, Erholung. Trank. Einsetzen. Auf Epifeu. So. Schnüffler. Epifeu wurde erkannt. Nein, ich will nicht in den Dings. Ich will tackeln.
Bam. Aua. Sag mal. Eckel. Ich habe jetzt das Gefühl, die Pokémon alle sind ein bisschen stärker hier. Aua. Am Tackle. So. Ja, okay, wurde besiegt. Und der bevor er erreicht Level 10. Wickel. Wieder besiegt Erwin. Solche Attacken setzt ein Pokémon ein? Ja, sowas setze ich ein. So, wir können natürlich jetzt mal hier lang gehen. Hier waren, ich schätze mal, das ist das, wo wir von gesehen haben, dass da Poké-Dings sind. Ja, da unten ist die Stadt. Sieht man leider nicht. Einen Trank gefunden. Pokéball gefunden. Yeah. So, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich kenne die Geschichte hier gar nicht. So, hey Kalidos. Kommst du her? Wo bist du? Da. Na los, lass uns kämpfen. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon verstärkt geworden. Fangen wir an. Dein Ernst? Wie soll ich das wir das doch nicht jetzt. Ach Gott, wie soll ich das bitte machen? Mein Pokémon ist noch völlig geschwächt. Aber na gut. Yorklev. Los, Happyfoy. Muss ja jetzt mal einen Beutel, einen Trank rausholen. Ich habe gar keine Kraft dafür. So. Schnüffler. Was hier mit diese sinnvollen Attacken mit uns, das ist, überrascht mich überhaupt nicht. So, Kampf. Ja, machen wir einen Rankenhieb. Klatsch. Oh, ein Tackle, wie hart. Du wirst schon sehen, mein Pokémon und ich, wir werden alles geben. Happy Boy Tackle. Gut ist, sie hat einen Otaro, der das Wasser-Pokémon. Da können wir wunderbar unseren Rankenhieb benutzen. Und dann gleich schon mal auf Level 11 aufsteigen, wenn wir den Kampf bis fertig haben. So. Noch ist nichts verloren, dann versuche ich es eben mit diesem hier. Rankenhieb. Zack. Und das war's gleich mit Otaro. Oh, eine Aquaknarre. Sieht aber cool aus. Hat uns leider nichts abgezogen. Wie, wo, was kann das sein? Stehe ich kurz, wirklich kurz vor dem Aus? Oh ja, und da ich dich noch ein bisschen ärgern will, Rankenhieb. Was? Glaub's ja nicht. Ey, sag mal. So. Nochmal. Bis. Das ist sehr effektiv. Otaro wurde besiegt. Tschüss. Der Blef. So. Viele besiegt Pokémon drin. Aber nein, ein Sieg war wohl einfach nicht drin. Kalidos gewinnt sich meine Pokédollar. Puh, du bist wirklich ein Stark, Kalidos. Ich werde mein Pokémon auch stärker trainieren, um nichts mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Warum gehst du nicht da hoch? Willst du nicht auch kämpfen? Aber na gut, wir haben damit Orion City erreicht und ich würde sagen, damit beenden wir unsere heutige erste Folge von Pokémon Schwarz und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Schwarz. Bis dann, tschüss!